500 Millionen Kleinbauern ernähren einen Großteil der Bevölkerung weltweit. Ein auf Profitmaximierung ausgerichtetes Wirtschaftssystem hat schon längst das bewirtschaftete Land und die landwirtschaftlichen Produkte als Objekte der Spekulation entdeckt. Landgrabbing von Investoren und die massive Einflussnahme der chemischen Industrie und der Gentechnikkonzerne sind zu einem riesigen Problem geworden. Der Konflikt zwischen Profitmaximierung und der eigentlichen Aufgabe der Bauern ist nicht neu. Die große Hungersnot von Irland, die zwischen 1845 und 1849 wütete, kostete rund 1 Million Iren das Leben und zwang weitere 1 bis 2 Millionen, ihre Heimat zu verlassen. Die irischen Kleinbauern konnten ihre Pacht bei den englischen Grundherren nicht mehr bezahlen und wurden fortgejagt. Ihre Häuser wurden zerstört und in Brand gesteckt, um zu verhindern, dass sie zurückkommen konnten. Die hungernden Iren mussten zusehen, wie die wenigen Kartoffeln von englischen Landbesitzern nach England verschifft wurden. Schlimmer noch, selbst die Getreideernte wurde exportiert, denn die mittellosen Iren hatten kein Geld, um Brot und Mehl zu kaufen. Die hereinbrechende Agrarkrise und die Weltwirtschaftskrise ab 1929 führten in Deutschland zu einem allgemeinen Preisverfall landwirtschaftlicher Produkte. Viele Betriebe brachen unter der Schuldenlast zusammen. Zu ersten Protestkundgebungen am 28. Januar 1928 trafen sich insgesamt 140.000 Menschen an der schleswig-holsteinischen Westküste. Die Bauern wehrten sich militant und schützten vor Pfändung bedrohte Höfe mit Barrikaden. Sie hatten eine breite Unterstützung aus der Bevölkerung. Doch sie ließen sich von den Nazis um den Finger wickeln und vor deren Karren spannen. Sieh mal an, die Erben der Landvolkbewegung. Und heute? Bauern und Verbraucher zahlen seit Jahren den Preis für die neoliberale Landwirtschaftspolitik. Doch auf dem Land ist es unruhig geworden, weltweit. In den vergangenen Jahren häuften sich die Meldungen von Bauernprotesten in Lateinamerika, Indien oder auf den Philippinen. Viele Bauern verloren ihr Leben in diesen Auseinandersetzungen. Doch die Bauernproteste, die seit Monaten in Indien stattfinden, stellen alle bisherigen Proteste in den Schatten. Sie besetzten die Hauptstadt mit bleibenden Protestcamps und erhielten die Unterstützung zahlreicher Gewerkschaften. Where they unfurled their flag, a symbolic moment in this resistance. Weltweit fanden Solidaritätskundgebungen statt, auch in Deutschland. In Deutschland ist es seit Jahren unruhig unter den Bauern geworden. Die Unzufriedenheit hat sich inzwischen zu einer Massenbewegung entwickelt mit Großdemos und Blockadeaktionen. Die Entwicklungen sind uneinheitlich, nicht frei von inneren Konflikten und Widersprüchen und mit einer erstaunlichen Dynamik. Es ist eine spannende Bewegung mit unerwarteten Aktionsformen. Bei den Traktorprotesten ist oft die Forderung zu lesen: Redet nicht über uns, redet mit uns. Diese Videoreihe hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Informationsfluss zwischen Bauern, Unterstützern und Verbrauchern zu verbessern.